Es ist unheimlich belastend, bei 10 Grad im Schatten als Weihnachtsmann durch die Stadt zu gehen, aber wir machen das gern. Auerbach sieht wieder rot. Mit einem neuen Teilnehmerrekord ging gestern Nachmittag das 22. Weihnachtsmännertreffen über die Bühne. Sage und schreibe 502 kleine und große Rotkittel, Nikoläuse sowie Weihnachtsengel waren dem gemeinsamen Aufruf von Stadtverwaltung und Stadtmarketingverein gefolgt. Die meisten Rauschebärte, nämlich mehr als 200, schickte der örtliche Cheerleaderverein ins Rennen. Selbst Auerbachs OB Manfred Deckert konnte die Rekordbeteiligung kaum fassen und musste sie für die Ewigkeit fotografisch festhalten. Ja, es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn wir durch die Stadt ziehen, in die leuchtenden Kinderaugen schauen, die Geschenke austeilen. Wir sind im Schneesturm schon gelaufen. Ich glaube, heute bei diesen Temperaturen ist es gar nicht so einfach, unter Weihnachtsmann-Kostüm hier durch die Stadt zu marschieren. Deswegen nochmal ein Riesenapplaus von allen, die nicht mitgelaufen sind, für die Weihnachtsmänner. Dank der Rekordbeteiligung kam auch eine Rekordsumme an Spenden zusammen. Sponsoren machten pro Teilnehmer 2 Euro locker. Geld, das in diesem Jahr 2 an Krebs erkrankten Kindern und deren Familien zugutekommen soll. Auerbach ist seit 1994 Gastgeber eines Weihnachtsmännertreffens. Kommenden Sonntag, also am 3. Advent, findet an gleicher Stelle traditionell die Bergparade statt.